Following on to the numbers, we can now ask the child, Wie alt bist du? How old are you? Now in the video for the children, I have let the child answer with whole sentences. So, Wie alt bist du? Is the question. And the first answer is, Ich bin 5 Jahre alt. Now that may be a long sentence for your child, so it may only want to answer with 5. So, Wie alt bist du? 5. Wie alt bist du? 3. Or, Ich bin 5. Ich bin 3. Ich bin 8. Or the whole sentence, Ich bin 5 Jahre alt. Possibly somebody else may say, Ich auch, me too. Ich bin 3 Jahre alt is another answer. And Ich bin 8 Jahre alt was the last answer in the video. And again, the question to the child who is watching, Und wie alt bist du? Maybe the child will only say, I don't know, 6, or Ich bin 6, or Ich bin 6 Jahre alt. And we're finishing with Tschüss. And again, we have the worksheets with the 2 hand puppets, Wie alt bist du? And the other one says, Ich bin, and then choose a number, Jahre alt. Like Arthur wrote, wie alt bist du? And the lion said, Ich bin 5 Jahre alt. And if you wanted to revise the numbers again, you can always go back to the unit before. Or you can watch us play with the hand puppets having fun, asking each other's ages. Or if you have got the catalogue with some of the pictures, you could even make some mini stories now. Or also with the hand puppets, of course. Hallo, wie geht's? Wer bist du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Anything. That's fun. Enjoy. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 5 Jahre alt. Ich auch. Wie alt bist du? Ich bin 3 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 8 Jahre alt. Und wie alt bist du? Can you give your age? Ich bin, then add your year, Jahre alt. Tschüss! Hallo! Wie alt bist du? Ich bin 6. 6! Und wo ist Piggy? Piggy! Piggy, hallo! Wie alt bist du, Piggy? Ich bin 8. Ich bin 5. Tschüss!